Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen vorbereiten auf das Kommen, indem wir... geh weg. Indem wir jetzt erstes zum Arzt gehen. Jetzt heilen. Ja. Apothekbedarf. Können wir nochmal wieder auffüllen, denke ich. Akzeptieren. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Tun wir. Und viel wichtiger noch, eben kurz zum Schmied gehen, um zu gucken, ob wir unsere Rüstung reparieren können. Reparieren? Nein. Ja, hier wird nichts repariert. Gut. Dann können wir losgehen zur Hauptquest, wie es weitergeht. So, die ganzen Nebenquests, wie gesagt, die da unten jetzt sind, die mache ich ja noch nie. Die werde ich auch weiterhin nicht machen. Okay, wir müssen irgendwo das Tor finden, sonst kommen wir hier schlecht raus. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Gucken, ob wir diesen, in Anführungsstrichen, komischen Mönch mit nur einem Finger, der ja ihm fehlt, finden werden. Ups. Oder ob das vielleicht gar kein Mönch ist. Wo ich davon ausgehe. Bei einem fehlenden Finger, wie aus dem ersten Teil mit Lucy, wie sie uns die Hand gezeigt hat, wo der Finger fehlt, können wir uns ja eigentlich schon fast denken, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Dass das kein Mönch sein wird. Aber gut, wir sind gespannt. So, mit dem halten wir jetzt hier Händchen oder Schulterchen. So. Ich wollte ihm die Kiste da nicht wegschmeißen, weil gerade Wachen in der Nähe waren. Da hatte ich keinen Bock drauf. Hier haben wir eine Brücke, da geht's rüber. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Also das Ganze nimmt jetzt eine Wendung an, mit der ich nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Weit vom Stamm. Okay, schauen wir mal. Kann das sein, dass ich mit denen hier kämpfen muss? Oh, die Musik, die kennen wir schon irgendwo her. Schönen guten Hallo. Das könnte unser Mann sein. Ist das so? Hey, Frechdachs. Aber irgendwie ist das hier doch ein Mönchskloster, kann das sein? Ich bin verwirrt. Aber das bin ich öfters mal. Ist ja jetzt nichts Neues. Die Wachen da hinten, die kommen auf uns zu. Was mir gerade noch gar nicht gefällt, aber... Aber irgendwie sehen die uns scheinbar nicht. Ich würde mich aber trotz all dem gern um diese Wachen da hinten kümmern. Also vor allem um die schwere Wache. Und nicht, dass die uns gleich irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Das war jetzt ein relativ leichtes Thema, würde ich sagen. Hey, Frechdachs. Das Thema erledigen wir jetzt hier vor. So. Ja, vor allem, weil Sperrgebiet ist, ist das halt problematisch, gerade mit den Wachen, ne? Aber wir waren hier auch tatsächlich schon mal. Wir waren hier schon mal, weil hier ein Aussichtspunkt war. Okay, die Wache da oben, die gefällt mir nicht, die entsorgen wir auch nochmal. Na. Müssen wir bloß irgendwie da hochkommen. Weil Bogenschützen gehen mir tierisch auf den Sack. Die gingen mir schon in Assassin's Creed 1 auf den Sack und das wird sich auch...
in keinem Assassin's Creed so weit ändern. Nicht da! So. Jetzt ist nur die Frage. Autsch. Er scheint definitiv kein... Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Wir haben ja relativ viel... relativ viel Kram zwecks... zwecks Apothekenbedarf. Wir können uns das gut heilen ohne Probleme. Jetzt gucken wir mal eben kurz auf der Map, wo soll denn der sein? Mitten auf dem Wasser oder was? Ach ne, hinten in der Stadt. Da, wo wir eigentlich herkommen. Verstehe. Okay, und hier vorne ist das Eingangstor zur Stadt. Huch, da wollte ich nicht hin. Dann schwimmen wir mal eben hier rüber. In Assassin's Creed 2 können wir ja wenigstens schwimmen im Vergleich zum ersten Teil, wo man einfach abgesoffen ist, wenn man ins Wasser gegangen ist. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Schönen guten Hallo. Okay, anonym mache ich mich jetzt erstmal noch nicht. So viel ist es ja jetzt. Außer wir haben eine gute Möglichkeit. Das Glück bleibt unserem Helden treu und spielt er seinen Trumpf, rafft er die bösen Männer hin. Ja. Ein glorreicher Triumph. Akrobat? Hier? Ah, hier, das sieht irgendwie nach einer guten Gelegenheit aus. Es sind gerade keine Wachen in der Nähe. Perfekt. Okay, gut. Ich sag ja, außer es bietet sich eine gute Gelegenheit an. Es wird vermutet, dass es sich um arbeitslose Lakaien aus der Kaskonie handelt. Seid wachsam! Okay. Da hinten ist er. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Was? Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Ups, das war jetzt irgendwie nicht so ganz das Ziel. Da hinten ist er. Hey, lol, sollte ich den gar nicht? Ziel gestorben. Ups. Ich sollte ihn, glaube ich, gar nicht umbringen. Das sollte ich machen. Bitte, nein, ich will nicht sterben. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht.
Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Okay. Also umbringen sollte ich ihn nicht. Das merken wir uns fürs nächste Mal. Man muss nicht unbedingt alle Ziele umbringen. Werde ich jetzt nach Florenz hin teleportiert oder muss ich da noch hinreisen? Es sieht aus, als ob ich dahin teleportiert werde. Es passiert gerade eine ganze Menge, ne? Es geht jetzt relativ schnell storytechnisch voran. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Was? Welche Erinnerung? Ich meine, cool, dass du es repariert hast, aber ich weiß nicht mal, wovon du redest. Ah, diese Musik. Gänsehaut. War zwar sehr laut im Vergleich zum restlichen Spiel gerade, aber ich kriege bei der Musik immer Gänsehaut. Okay, Florenz. Florenz, da kennt man uns ja schon. Auf geht's. Oh. Wohl irgendwie gerade nicht im Positiven. Kann das sein, dass man es uns in Florenz gerade nicht so mag? Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Kommt der. Von hier aus alle auf einmal. Die Söldner haben hier jetzt irgendwie die Stadt übernommen, kann das sein? Das sind keine regulären Soldaten. Das sehe ich schon. Was ist denn hier los? Warum werden wir in Florenz gerade gesucht? Ja. Ja, ihr macht das schon. Wir hätten diesen verrückten Voll ins Gesicht springen. Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Ja, immer Ärger. So, den wichtigsten haben wir, die restlichen kriegen wir. Na komm, traut euch. Let's go. Oder sind das auch welche von den... Ich bin völlig verwirrt, warum Florenz gerade irgendwie unter Kontrolle von irgendwem ist, der uns nicht leiden kann. Aber eigentlich war doch derjenige, der jetzt hier sagen hat, unser Verbündeter. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas gerade nicht mehr auf dem Schirm, weil ich nur einmal die Woche aufnehme? Ja, hier, da ist die Blöße. Zack. Das Gute ist, wir haben gar kein Zeitlimit. Das heißt, ich kann mich ganz easy um die Wachen kümmern. Na, komm. Au. Und da wir sowieso komplett entdeckt sind, also komplett gesucht werden, kann uns auch alles andere gerade schön egal sein. Das ist immer toll. Wir müssen uns keine Sorgen um Leute machen, die flüchten, um Augenzeugen oder sonst irgendwas. Alles egal. Ich verstehe nicht, warum sich alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Hey, was ist bitte hier los? Was ist bitte hier passiert? Nein, runter, runter, runter. Ja, von mir aus auch ganz runter. Schönen guten Hallo. Bereitwillig unterdrücken lassen? Hier geht doch irgendwas vor sich. Aber das werden wir hoffentlich gleich erfahren, weil ich wüsste jetzt gerade von nichts. Ich wüsste jetzt gerade wirklich von nichts. Er bricht uns einfach aus, sagt, dass all unsere Besitztümer nun der Chiesa di San Marco gehören. Okay. Bravo, forza, sehr gut.
Ah, schön schnell zuschlagen. Zep, zep, zep. Au. Das hat ordentlich gezwiebelt. Ey, komm, hör auf. Junge. Ja, bei denen schlage ich jetzt gar nicht zu. Aber den hole ich mir. Ich war gerade auch völlig verwirrt, warum da plötzlich gekämpft wird. Ich weiß gar nicht, was hier überhaupt abgeht, Leute. Ich bin völlig verwirrt. Alter, what the fuck? Ja genau, da hältst du dich besser raus, würde ich auch sagen. So, den haben wir. Komm, kann der nochmal zuschlagen? Na, das habe ich jetzt zu spät registriert. Komm, schlag du zu. Das haben wir auch erledigt, das Thema. Okay. Gut. Wo auf einmal die Wachen herkamen, warum gekämpft wurde. Fragen über Fragen, manchmal warum da hinten was brennt. Manchmal käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Nein, mein Vater sah ihn vor Jahren in San Gimignano. Die reden von uns, kann das sein? Und was für eine Tyrannei und... erfahren wir jetzt mehr? Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Wir sind entdeckt, wir können hier nicht einfach spazieren gehen. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Ich find's gut, dass er schön zügig läuft. Bei den anderen, da musst du ja mal rumdümpeln, wie sonst was. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Anschließend. Der Minimap unten zu urteilen, ist das jetzt hier gerade ein Stadtgebiet, welches wir nicht kennen. Packt ihn! Da! Auf ihn! Okay. Na? Oh komm, ist ein bisschen unübersichtlich gerade. Okay. So, das Thema ist relativ fix erledigt worden. Aber ich würde mich mit ihm teilen. Na, komm, trau dich. So. Na, er darf halt uns nicht draufgehen, ne? Sehr gut. So. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Aber da vorne haben wir zumindest schon mal unser Zielort, wo wir hinwollen. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Ja. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja?
Sie. Und Sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Oh lol, plötzlich sind wir nicht mehr entdeckt. Und haben ganz viele Quests zu erledigen. Okay. Okay, machen wir in der nächsten Folge, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentare und schaut in die Videobeschreibung und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin viel Spaß mit den Videos. Euer NicoTube. Cheerio.